Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Get Even. Wenn ich es resümiere, was wir in der letzten Folge erlebt haben, würde ich sagen, wir sind mit verwickelt. Denn der Red hat einige interessante Dinge zum Schluss gesagt. Und zwar, dass er nicht verstehen kann, wie wir wussten, dass seine Tochter entführt wurde, wenn er noch nicht mal ein Erpresserschreiben bekommen hat. Und wir eben halt auch die Rose erschossen, nicht erschossen, wir haben sie heruntergestoßen, ne? Also ermordet auf alle Fälle. Und eigentlich nicht mal wissen, dass Rose das war. Und wir werden jetzt so weiter voranschreiten. Du kannst im Ermittlungsraum Erinnerungen erneut durchleben und einige Fehler ausbessern. Ach, so ist das gedacht. Ach, so ist das gedacht. Das muss man erstmal wissen. Wir können Fehler ausbessern. Aber welche Fehler wollen wir denn ausbessern? Die einzigen Fehler, die wir ausbessern können, sind doch nur die. I wonder what that code is you discovered. We may find a use for it eventually. Da haben wir noch eine Sache, die fehlt. Aber welcher Code? Oder haben wir irgendwas komplettiert? Wir haben noch ein einzelnes Bild und könnten das alles doch auf 100% bringen. Das ist soweit richtig. Aber die Frage ist, wo habe ich das übersehen? Und einige Sachen waren ja doch ein bisschen fies. Aber anscheinend kommen wir gar nicht drum rum, uns stellenweise den Weg durchzuballern. So, hier haben wir nämlich nur die Waffe. Ich schaue mich mal hier. Ui, was ist das? Liebes Tagebuch, heute habe ich einen Freund gefunden und wir haben ganz viel geredet. Es war der spaßigste Spaß, den ich jemals hatte. Ich habe ihm ganz viele tolle Geschichten über mein albernes Hündchen Rückgrat erzählt und er hat mir alles über seinen total eleganten Freund Charles Boyce erzählt, der zum Schlafen seinen besten Anzug trägt. Was für ein wunderbarer Tag es doch war. Big John hat jetzt einen wahren Freund. Irgendwer singt. Oh, die Musik ist so verstörend. Halt, hier war irgendwas. Aber wo? Auf alle Fälle ist da ein Gegner. Irgendwo ist doch hier was. Why legs when wheels are faster? Race for post am Pushen, okay. Oh, das ist alles so verstörend hier gerade. War eben nicht offen. Boah. Okay. Oh, die Puppen. Was ist das? Was war das? Boah, ist das beklemmend wieder.
Das ist alles so verstörend. Patient 219 klagt über häufige Kopfschmerzen und gelegentliche Ohnmachtsanfälle. Soweit ich weiß, erlitt er in den vergangenen ein, zwei Jahren allerdings keine Kopfverletzung. Wodurch werden also die Kopfschmerzen hervorgerufen? Sind sie psychosomatisch? Und wie steht es mit seinen Ohnmachtsanfällen? Stehen sie mit seiner Amnesie oder Depression in Verbindung? 219 ist für mich ein Rätsel. Er sagt, er fühle sich ständig für irgendwas schuldig, macht sich Vorwürfe für vergangene Ereignisse, kann oder möchte aber gleichzeitig weder mir noch Dr. Benway genaueres mitteilen. Okay. Hier kommen wir nicht lang. Hier ist irgendwas. Ich höre wieder irgendwas schnuffeln. Das Gas. Substance recognized. Halothane anesthetic gas. Okay. Sollte ich vermutlich nicht rein, oder? Oh oh. Was ist das? Was ist das? All hail Puppet Master. Was ist hier los? Little black cat. What should I say? White rabbit? You're so very late. But welcome to the party. The entertainment is about to begin. Entertainment. Yes! Yes! The puppet show for the puppet master! Can't you see? Everyone's playing their part! Playing dead! Ooh. What are these? I just don't fucking know anymore. Don't know? Enjoy! It's all for you! It always was! People are puppets, and puppets are people! Take a drink! Join us! A loving cup! A loving cup. Ich habe Sorge, dass sie uns gleich anspringen werden hier. Wir sollen das trinken. Nee. Wo muss ich hin? Wir müssen hier irgendwo durch. Hier können wir gar nicht durch. Was ist das? Katzenaugen. Was ist das? Hä? Wo soll ich hin? Vor allem ist alles verschwommen. Hail to the Puppet Master. Hier hinten geht's auch weiter. Und die Musik. Ach, vermutlich wäre dann der Typ. Ah. Vermutlich wäre der Typ uns an die Gurgel gesprungen. Schon wieder Servertechnik hier. Okay, das Tor geht zu. Boah, ich bin hier voll unter Spannung. Diese dämlichen Puppen.
It seems as though the user of the Pandora may skew certain details if they make a conscious effort to reject the technology. Perceived resistance, order of events, conversations, even environments may all be distorted or even hidden. It's problematic, but the Savant should be able to debug any inconsistencies in the review phase. Okay. Hier ist schon wieder eine Wache. Du Puppenmeister. Er war aber nicht der Puppet Master, richtig? Oh, die Musik. Neues Testsubjekt, John Carr. Ein Lehrer, der angeblich versuchte, eine seiner minderjährigen Schülerinnen zu verführen, wäre ein ideales Testsubjekt für die Pandora, vor allem, weil es ihm beim Reinwaschen seines Namens helfen könnte. Sobald ich bereit bin, werde ich ihm einen Besuch abstatten. Er hat zugeguckt. Every so often I get reminded that I really don't understand exactly what I've created here. It seems as though the human brain cannot occupy any simulated environment alone. In much the same way we're unable to sleep without dreaming, it seems the brain populates these areas somehow, typically with other humans. The nature of the populace seems to be directly related to the user's state of mind regarding the environment itself. Something to monitor. Mhm. Tja. Tot ist er. Mausetot. Und wir können die Musik nicht abschalten. Also so schlimm ist das. So, dann versuchen wir mal hier rauszukommen. Aber wofür stehen die Puppen? Wofür stehen die Puppen? Werden die immer kaputter oder täusche ich mich bloß? Ich täusche mich bloß, ne? Hier ist noch was. The Pandora's first true test. To uncover the truth behind what happened to Grace. I have my suspicions, but I must have missed something, overlooked details. How could I have not known about this? How could I have not seen it coming? No matter. I will examine every last memory I can find. I will fix this. Wie will man das in Ordnung bringen? Ganz ehrlich, wie will man das in Ordnung bringen? Es ist doch passiert. Oh. So, wir gucken mal. Guck mal, hier gibt es Munition. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht machen müssen, ne? This is senseless. You are close, Mr. Black. Just a little further. Okay. Deswegen geht auch die Musik gleich wieder in Lauerstellung. Die ganzen Puppen. Gleich sind wir wieder an der Stelle, wo das ganze Spielzeug ist, oder? Oder? So still. Gefällt mir nicht.
Okay, ich bin endlich bereit anzufangen. Er scheint stabil genug zu sein, obwohl Hope an meiner Fähigkeit zweifelt, die Bewertung zu überwachen. Egal, ich muss fortfahren. Ich muss die Wahrheit herausfinden. Ich schließe ihn an. Okay. Das sind wir, ne? Die angeschlossen sind. Der, nicht die. Der macht mir Angst. Wait, this is you. You fucking bastard. Let me out of here now. This has gone on long enough. Calm down, Mr. Black. The glass is bulletproof, shatterproof and soundproof. Your words cannot reach me and your bullets cannot harm me. Now, move on. We are so very close to the truth. All roads end here, Mr. Black. Time for answers. You know the protocol by now. Let us see exactly what secrets you are hiding. How many times do I have to tell you? I'm not hiding anything. We have a name. Howard. He's the enemy. If only it were that simple, Mr. Black. Ich weiß nicht, was ich mir zu finden erhofft hatte. Vielleicht trage ich eine Schuld in denselben Dingen, die ich Black vorgeworfen hatte. Vermutung anzustellen. Ich dachte, er hätte für Howard gearbeitet. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Die Erinnerung ist eindeutig nicht verfälscht, aber irgendetwas stimmt nicht. Okay. Tiefer Fall. Roger D. Howard verschwindet aus der Geschäftswelt. Vor 2 Jahren handelte es sich bei Roger D. Howards Rüstungsunternehmen Advanced Defense Strategy um einige der profitabelsten Aktien im FTSE 100. Im vergangenen Jahr erlebten Anleger diese Aktie allerdings einen der größten Abstürze der neuen Geschichte, als der Konkurrent FDG die revolutionäre Corner Gun mit drehbarem Lauf veröffentlichte. ADS verlor einen Großteil seiner Wirtschaftsgüter, nachdem sich das Unternehmen gesund schrumpfen musste. Unter anderem verloren sie den Glock Tower, die kontrovers diskutierte und neueste Ergänzung zu Birmingham Skyline. Wir versuchten, Howard um einen Kommentar zu bitten, konnten ihn allerdings nicht ausfindig machen. Anscheinend wissen selbst ehemalige Kollegen nichts über seinen derzeitigen Aufenthaltsort. Eine anonyme Quelle äußerte Sorgen, dass man in Bezug auf den Zusammenbruch von ADS nicht wissen könne, zu was Howard fähig sei. Er gehört weder zu der Sorte Menschen, die vergessen, noch zu der, die vergeben, sagte unsere Quelle. Unsere anonyme Quelle weigerte sich, weitere Fragen zu beantworten. Allerdings scheint es, dass die Rivalität zwischen ADS und FDG weit größere Ausmaße angenommen hatte, als wir bisher gedacht haben. Nee, noch nicht. Kommt, ich will ja noch nicht aus dem Raum raus. Black, ich möchte Ihnen einen Vorschlag unterbreiten, den Sie sich anhören sollten. Wir müssen reden. Wie wäre es mit morgen? Die Koordinaten sind... Cole Black, Daten der GPS-Verfolgung. Moment, wartet mal. Ich guck mal nochmal die 8N1W, ne? Ich hoffe mal, das gibt keine Doppelung. Ach, das ist unterstrichen dort. Okay, was steht da? Nee, so, komm doch mal. 1.6.1755. Mit der Verkleinerung von ADS musste Roger Howard die meisten Wirtschaftsgüter verkaufen, unter anderem seine beiden größten Lagerhallen und die Zentrale von ADS, die der Konkurrent FDG erwarb. Allerdings behielt er eine kleinere Halle auf der Small Lane in Solihull immer in seinem Besitz. Warum ist dieses Gebäude so wichtig für ihn? Könnte er sich dort versteckt halten? Gut, ich glaube, ich mache an der Stelle einen Break, liebe Leute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder an der gleichen Stelle und schauen, wie das Ganze weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Firefox.